Ja, also Sandgem Town. In dem kleinen Häusle ist ein Spectify. Der sagt mir gar nichts vom Namen her. Ist das wieder irgend so ein Discord-Moderator oder Forums-Moderator oder wo sollte man den herkennen? Keine Ahnung, könnt ihr mir ja gerne mal erklären. Ansonsten einfach mal drauf. Spectify. Und er trägt auch eine Sonnenbrille, wie ich sehe. Also Specs heißt da Brille, ne? Hey Discord! Wie kann ich dir helfen? Ja, kämpfen, kämpfen, immer kämpfen. Ich habe ein paar Teams vorbereitet. Wie schwer hättest du es denn gerne? Auf hart. Immer auf hart. Oh, Brutalandra. Ich erinnere mich, du hast da mal im Plan was reingeschrieben, dass man bei Special Attack Pokémon erst auf Cotonou gehen sollte und auch bei Brutalandra erst auf Cotonou statt Whimsicott. Glaube ich, ne? Das sollten wir jetzt mit beachten. Simple Beam natürlich sowieso erstmal. Und ich glaube, kann das sein, dass ich noch was einstellen muss? Wir haben doch, glaube ich, immer ein bisschen mit mehr Zoom gearbeitet, oder? Nee. So hier? Nee, war das Game Zoom oder war das Grafikinterface? Bin mir gerade nicht sicher. Möchte jetzt nichts umstellen. Aber ich glaube, wir waren immer ein bisschen weiter drin, oder? Das Grafikinterface, oder? Ja, das ist es. So hier? Ich glaube ungefähr so. Ja, wir müssten ja jetzt nochmal den Simple Beam machen, wegen Choice Scarf. Und jetzt, wie gesagt, du meintest, bei Brutalanda gehen wir auf Cotonou, richtig? Und da machen wir dann, was machen wir da? Erstmal ein Memento oder was? Oder erstmal ein Flash. Memento, gut. Und jetzt kommt Legging Tail können wir nicht machen, weil es ein Mega ist, richtig? Das heißt, hier müssen wir Cotton Spore machen. Genau, bei Mega geht ja Switcheroo nicht. Weil komischerweise der Megastein nicht ausgetauscht werden kann. So, und jetzt können wir sogar noch ein paar Flashes reinhauen. Oder soll ich noch ein Memento hinterherjagen? So, jetzt sind das sechsmal gesenkt. Die Accuracy sechsmal gesenkt. Schmeißen wir noch ein paar Stacheln in den Raum. Delphrock. Ah, jetzt sehe ich das Float in the Air. Bei Spikes auf dem Boden, ne? Aber die sind, die fliegen in der Luft. Macht Sinn. Macht alles Sinn.
Das soll es nicht treffen. Oh, er hat es überlebt. Das ist gut. Sollen wir noch ein drittes Mal machen? Ich mach's einfach. Ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen. Wäre blöd, wenn es irgendwie schief geht. Power Trip. Oder? Und man kann... Rough Skin oder sowas interessiert uns nicht, oder? Wenn wir so ein bisschen Schaden zurückbekommen. Ich muss so oder so Kontakt machen. Earthquake geht ja nicht, weil er fliegt. Ja, muss ich Power Trip machen. Megantum, also Meganie. Pure Pflanze, glaube ich, ne? Finde ich immer schade, wenn das so eine Monotypen sind, vor allem als Starter. Vor allem als Starter möchte ich eigentlich Duotyp haben. Hier das gleiche. Mono Wasser, wobei der eigentlich ganz okay ist. Das Krokodil ist okay. Wie hieß der nochmal von Kanimani, die letzte Stufe? Alligator. Komm nicht drauf. Kanimani kenne ich noch, aber die Entwicklung. Wie hieß die Entwicklung? Tornupto. Bei dem weiß ich's. Impergator. Genau. Danke. Danke, danke. Tornupto. Ein Nachtara. Macht man da auch einen Stormthrow? Nö, ne? Hat ja eigentlich nur doppelt Schwäche. Doppelt. Nicht vierfach. Nicht Schwäche. Das Gegenteil davon. Doppeltverteidigung. Psyana. Da kann man draufhauen. Ja, der Boss ging auch wieder ganz okay. Also die ersten beiden waren bloß irgendwie echt blöd. Hier ist deine Belohnung. 25.000 glatt. Okay. Und ein Totodile. Ein Kanimani, oder? Ein Kanimani. Nice.